Ja, liebes Publikum, ich hoffe, ihr seid gut gestärkt und noch guter Stimmung. Wir sind es auf alle Fälle. Wir haben gesagt, Impro-Theater ist, das Publikum führt Regie. Ich brauche jetzt eine Regisseurin, einen Regisseur. Was soll mir denn, soll mir denn mal einen neuen Platz geben in Gartenzwerke? Ich würde ihm eine neue Nase geben. Schau mal, siehst du das? Ist drauf. Bist groß, ha? Na, dafür ist deine jetzt endlich klar. Oh, das süße Stinktier. Wow. Ja, ist schon ganz lieb. So, jetzt halt er die Nase zu, weil das kriegt jetzt eine Spritze. Eine Spritze? Oh, schau, das bist du dumm? Das hat jetzt voll einen kleinen Tümmel. Hallo. Leo, la, oh. Die Tomaten wurden an einem Sonnentag gereift. Ein ganzer Tiger ist aufgetaucht. Und ein Hirsch und ein Elch auch noch. Ja, wo seid ihr gelandet? Ja, auch Pinguine. Ich hab gedacht, ich bin im Zoo. Also wirklich. Also ich sei mit der Straßenbahn in den Zoo gefahren. Ja, genau. Ich wollte schon immer James Bond sein. Ja, ich weiß, aber du hast eine Waffe. Verdammt, du hast eine Waffe. Ist die echt? Na, die habe ich auf eBay gekauft. Die ist sicher nicht echt. Sie kommen. Ja, aber zum Glück seien sie scheiße langsam. Der schaut gleich so aus, Hannes. Aber Otto, ich habe eine Machete gefunden. Die hilft sicher gegen Tote. Oh nein, meine Tochter. Oh Vater, wo ist mein Gallery Voice? Wir müssen schneller sein. Ja, warte, ich probier's. Achtung. Ich probier schnell den Antrieb da zu flicken. Ich druck das Knöpfchen, was passiert da? Wisst mir das? Wow! Boah. Oh. Scheiße. Oh mein Hintern. Wir haben es geschafft. Dass das Schwert durch die Mango hindurch wächst und dadurch der Stahl des Schwertes eine Fusion bildet, eine Symbiose eingeht, eine natürliche mit dem Kern. Sozusagen eine Schwertkern-Mango-Fusion. Ja, hallo, ich hallo. Bin da. Stein! Theo. Hans, hallo, erzähl. Hallo. Wie geht's da? Hallo, bei mir geht's einfach gut. Aber, ja, ich bin ein bisschen laut manchmal, aber die Frauen, die mögen das. Warte, stehen Sie da, stehen parallel müssen wir uns herstellen. Nein, ich glaube, stehen andersrum da. So, genau, so. Und nachher, ein weiter. Warte, etwas ist falsch. Die hat die Hand am Arsch, weißt du, so. Ah! So, nicht da in südliche Regionen abgleiten, gell? Die tut das auch. Der hat aber einen geilen Arsch. Und ich lieb's, Schweinevaginas auszustellen. Und die kriegt man halt. Das sind Schweinevaginas. Ja, wir haben auch ein paar Kühe und Pferde dabei. Aha, ja, das ist, okay. Der Metzger ist so nett. Wieso hat die letzte. Liegt es vielleicht an dem Gynäkologenjob? Na, bitte. Also an den Vaginas kann es jetzt nicht liegen. Ist jetzt zu intim, oder? Also bitte. Für einen kulturellen Handstand meiner Art ist das nicht das richtige Publikum. Okay. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.